Es gibt wieder jede Menge Arbeit für den Knochenbrecher. Heute auf einem Hof im schwäbischen Illertissen. Hier betreibt Dammes gute Freundin Dagi eine Pferdepension. Schätzelein, alles gut? Alles gut. Ich habe schon 2 Nächte keine Frau mehr in den Armen gehabt. Ja, jetzt wird's aber auch Zeit. Genau. Carmen, verzeiht's dir. Wollen wir eine Runde kuscheln und die Pferde in die Weide jagen oder was wollen wir jetzt? Abgeholt, jetzt hat er es gesagt. Also, kennst du ja nicht. Ja, logisch. Grüß dich. Bist auch wieder mit dem Lande. Ja. Von überall sind Tierbesitzer angereist, um sich Hilfe vom Knochenbrecher zu holen. Wie eine junge Frau, die sich Sorgen um ihren Hengst macht. Der erste große Fall für Lehrling Anton. Also, das Pferd heißt Konstantin, ist ein Bad-Johnny, ist 27 Jahre alt. Und er steht seit 8 Wochen schief. Er wechselt die Beine und ich habe sämtliche Diagnosen. Das heißt heute hopp oder top. Rein in die Reithalle und laufen lassen. Für den Hengst geht's gleich ums Ganze. Doch nicht nur für ihn. Tamme will seinen Lehrling testen. Miezekatze. Die Katze ist aber lebensmüde. Nach 2 Runden Trab in der Reithalle weiß Tamme, worunter Hengst Konstantin leidet. Aber weiß es auch sein Lehrling? So, Anton, Diagnose. Was würde mein Lehrling jetzt tun? Würde das Pferd notfalls aufessen? Hallo? Oder würdest du sagen, du kannst das Pferd verbessern? Dass es im Rücken mehr schwingt und den Kopf auch beim Traben dann runternimmt. Willkommen beim Knochenbrecher-Quiz. Leider hat der Kandidat so gar keinen Plan, was die richtige Antwort sein könnte. Ist Konstantin mit fast 30 vielleicht einfach nur altersschwach? Wenn der so alt ist, sagst du ja eigentlich immer, dass ein Pferd eine gewisse... Nee, wenn der eine Altersstütze hat, hat er eine Altersstütze? Hallo, Hengst, das haben Sie jetzt mit 100 ans Klavier gebunden. Wo fängst du an? Fängst an, hinten, links. Ja. Warum? Weil das das absolute Problembein ist im Pferd. Bisher konnte kein Arzt Konstantin helfen. Tamme erkennt sofort, dass das Hinterbein der Grund allen Übels ist. So, Schätzelein. Die erste Botschaft ist, wir essen ihn nicht auf. So, an der Bande ran, dass er dir nicht wegläuft. So, und mit Reden. Oh. Hör auf. So. So, wenn du unten nicht anfasst und nicht aus dem Kreuz runterkommst, ich bin ein alter Sack, ich kann ja ruhig ein bisschen steifer sein, aber du musst auch beweglich sein, der Mensch. Du willst das unbedingt, dass dir irgendwann einer von Chemisette haut. Und ich kann ja nicht mehr wie warnen, also muss das mal passieren, das hilft am besten. So, also muss ich ein bisschen weiter daran, dass er hinten, so, jetzt noch mal ran und dann nimmst du den Hand unter den Fesselträger und hältst sie mit fest, dass du mal ein bisschen mit rangieren kannst. Und dieses Bein bleibt hinten, so wird genommen und dann kannst du so rumgehen und zack, weg. Komm, hier Fuß. Kriegst du eine ab, ich sauf das Bier auf dem Oktoberfest also so alleine, so, ja. Hör auf. Und jetzt weglaufen. Ja. Warum drehst du dich nicht schon mal ein bisschen mit um? So. Da hat er ihn ja. Mein Gott, war das eine schwierige Geburt. Vorne. Fuß. So, und das war das Schlimmste überhaupt, was dein Pferd hatte, was oben wehtut. Comprende, Senorita. Zur Sicherheit renkt Anton nicht nur das Problembein ein, sondern prüft auch die anderen 3. Jetzt müsste das Pferd eigentlich wieder gerade stehen. Doch das tut es leider nicht. Ich
Steh. So, lass ihn ganz ruhig. Lass ihn ganz ruhig. Das Pferd hat nur Angst. Er soll jetzt einfach mal im Kennenlernen, was los ist. Der Hengst scheut sich, das linke Hinterbein wieder normal zu belasten. Ein Hilfsmittel muss her. Jetzt holst du mal die Bremse und das Tau mit dem Ring. Wir haben ihn jetzt ein bisschen über die Uhr hier. Anton soll das rechte Hinterbein wegziehen, um das Pferd zu zwingen, nur noch das linke zu benutzen. So, und jetzt anziehen. Du musst vorne die Bremse festhalten. Halt, lass los, Herr Tau. Du darfst das Pferd nicht loslassen, Schätzelein. Achso, ich hab verstanden, lass los. Festhalten! Oh. Er muss das Ding loslassen, dass er sich nicht die Hände kaputt reißt. Oh, 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 oh. Das Pferd soll lernen, dass es sein Hinterbein wieder voll belasten kann. Doch der alte Hengst bleibt misstrauisch. Und der Knochenbrecher dafür stur. Stell dich doch nicht so an. So, hier lassen wir ihn einfach stehen. Dies kostet Kraft. Denn das ist, jetzt nimmt er sich so viel Kraft selber aus dem Kreuz raus. Das ist nur die Angst hier oben. Weil er zu lange da Schmerzen drin gehabt hat und traut sich nicht drauf zu drehen. Ja. Wenn er das Bein hochnimmt mal, dann muss er hier Bewegung haben. Reden und klopfen. Komm, gib Fuß. Fein. Klopf ihn. Super. Das ist immer nur einmal ein Schalter, dass der wieder firm wird in der Birne. Gib Fuß. Fein. Ja, toll. Jetzt kapiert er schnell. Wir haben soeben diesen scheiß Klickschalter rund gekriegt. Es kann doch mal sein, dass er noch mal so eine widersetzliche Tour kriegt. Er hat jetzt heute aber was gelernt, der arme Sack. Die Heilung ihres Hengstes macht die Besitzerin überglücklich. Ich bin jetzt natürlich mega froh, dass es wieder wird. Tami hat ja sogar gesagt, kann sogar wieder reiten. Das habe ich eigentlich schon total abgeschrieben, aber ja, bin happy. Für diese zwei geht es nun wieder nach Hause. Alle anderen müssen noch warten, bis sie an der Reihe sind.